Möchte Kasim währenddessen noch etwas tun, bevor ihr euch zu einem Gespräch da niedersetzt? Ja, während die löschen, lässt sich Kasim Zeit und nach 10 Minuten beginnt es zuerst leicht und immer heftiger zu regnen. Er hat mit einer Okay. Wettermeisterschaft vermutlich die meisten kleineren Feuer, die man irgendwie nicht bemerkt hat, weggelöscht. Gut, dann könnt ihr die Löscharbeiten mit einer Wettermeisterschaft um ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden könnt ihr die vermindern und der Regen, den du dann hier über das Dorf bringst, verschafft euch Linderung und vertreibt auch so ein bisschen Wichtig, diesen beißenden Rauch. nur über das Dorf hier, also ich setze hier quasi die große Grenze, Ja. damit wir hier die Spuren morgen noch haben. Ausgezeichnet. Möchte Perjin noch etwas tun oder ist deine Rüstung gereinigt? Kann sich dann zu den anderen setzen. Payodur. Bei diesem plötzlich einsetzenden Regen schaue ich natürlich misstrauisch in den Himmel, was dieses Wetterphänomen betrifft. Ja, würfel mal eine Wettervorhersage. Oh Gott. Wir haben Rondra. Blitze, Regen ist nicht ungewöhnlich, wenn es jetzt noch kalt wird. Nein. Ja, wie gesagt, wir haben Rondra, Ende Rondra, also demnächst, wenn jetzt der Effort gräut, kann schon sein, dass es regnet und dass Rondra euch jetzt milde ihren Regen spendet. Ich schlage trotzdem die Preibelscheibe. Dörfler, lass uns diese Toten begraben, damit die in Borons Hallen Frieden finden. Kommt herbei, kommt herbei. Mein Vater ist tot. Eine Frau ungefähr um die 20 Jahre wird dann ihren alten, greisen Vater in den Händen halten und dann dir anreichen, sodass du dann zahlreiche Grabsegen spenden kannst, profan, beziehungsweise meinetwegen auch gerne liturgisch. Und so ein bisschen dann den Dorfbewohnern Trost spenden magst, so sie denn alles verloren haben. Das Dorf ist nicht groß, aber die Opfer sind dementsprechend trotzdem zahlreich. Ja, ich würde Ihnen auch Zuspruch zusprechen über heilkunde Seele und sie trösten in ihrer schweren Not und ihrer schweren Zeit. Es wird alles gut. Prah, ich sieht auf euch. Alles wird gut. Der Herr sieht euch. Ja, Taurus damit beschäftigt, zahlreiche Knochenbrüche zu flicken, verbrannte Narben, die du natürlich auch wiedererkennst. Du hast schon alle Wunden gesehen und wirst an eine scheußliche Zeit in Oron zurückerinnert. Aber zum Glück bist du dann derjenige, der eben gelernt hat, eben auch solche permanenten Narben zu heilen. Auch wenn die das jetzt vielleicht nicht verdient haben, aber naja, Schmerz muss sein. Eben. Und nachdem ich mich um die Wundversorgung gekümmert habe, werde ich noch ein Bad im Fluss nehmen. Weil zu verdreckt, zu verrußt, zu viel Blut muss abgewaschen werden. Ja, der Sonst Jean wird kann sich ich auch die Nacht sicherlich nicht schlafen. irgendwann anschließen. Der ist ebenso angeekelt wie du. Travigor, was magst du tun? Ich würde unterstützen, wo ich nur kann und was meine Kräfte noch zulassen, wird ja vielleicht auch erstmal bei der Wasserkette helfen, wenn dann der Regen kommt. Dann würde ich wahrscheinlich eher bei den Verwundeten, also die zu versorgen, helfen und wird natürlich den Praiodur auch unterstützen, ein bisschen seelischen Beistand zu leisten bei den Dorfbewohnern. So sitzt ihr nach ungefähr 1,5 Stunden des Badens, der Eimerketten und des Helfens, des Aufbahren von Leichen, des ja, Versorgen von Verwundeten beieinander in dieser klammen Scheune, neben euch noch irgendwelche rosigen, rauchigen Trümmer. Und das wenige Stroh, was man dann hier noch irgendwie auf dem Boden verteilt hat, der Rest vom Stroh ist natürlich lodernd in Flammen aufgegangen, aber hier das wenige, was man euch da noch gereicht hat. Neben euch könnt ihr noch einige leise Stimmen hören, die sich da wohl ebenso unterhalten. Die Trauer, die wohl sicherlich mehrere Wochen anhalten wird, bis man dann irgendwann, ja, vielleicht von einem Baron oder so etwas Rettung bekommt. Vielleicht aus Horeth, vielleicht aus Rankara l'Eretena, aber das ist etwas für andere Helden. So sitzt ihr allesamt beisammen. Könnt über die vergangenen Stunden rezipieren. Bruder, Schwester Trabigor. Bruder, ja. Seid ihr eigentlich von der Gruppe Mukaji Nein, ich bin von der Gruppe zum Schutz des Heim- und Herdfeuers zur Mahnung an die Blutnacht von Romulus. Wenn euch das was sagt, Nee, das sagt mir nichts. Ich dachte, der Herdfeuerorden? ihr wird auch vom Maraskan, da ihr auch so viel Gelb tragt wie ich.
Ach, tatsächlich, da trägt man dieses Gelb? Ja, das gehört dazu. Wenn du der Gruppe zugehörst, dann trägst du natürlich Gelb. Und da kannst du erst recht kein Rot tragen. Oh, also ich fühle mich auf jeden Fall der Gruppe zugehörig. Ihr könnt bestimmt die Göttin Travia, das ist die gütige Mutter. Und ja, es gibt aber eigentlich nur zwei Götter, Rohr und Gror. Aber tatsächlich, umso besser, dann kann ich euch einiges erzählen über die 12 Götter, von denen ihr vielleicht nur nicht so viel gehört habt. Ja, darüber könnt ihr mir sehr gerne was erzählen. Ja, also die wichtigsten sind eigentlich natürlich der Herr Praios. Und gleich danach kommt natürlich, das ist so die Vaterfigur und danach kommt die Mutter Travia. Und denen folgen dann die anderen 10 Götter. Und dann gibt es noch Halbgötter. Die sind nicht ganz so wichtig, wobei sich einige etwas aufplustern. Aber das kommt dann eher später dran. Ja, und so. Fragen bisher? Nein. Aber ich verstehe immer noch nicht. Ruh und Gruhe sind doch die einzigsten Götter. Vielleicht auf eurer Käferinsel vielleicht. Hier in der Zivilisation beten wir die 12 an und nicht unsere Götzen. Aber hier gibt es doch auch Käfer. Aber nicht so viele und so giftige. Oh du, die Käfer auf Maraskan, die sind doch nicht alle giftig. Vielleicht die meisten. Es klingt so, als sprecht ihr aus Erfahrung, Prayodo. Wart ihr schon mal auf Maraskan? Ich hasse Käfer. Ja. Es ist bestimmt leider eine nicht. Wunderschöne Insel. Sie soll so farbenprächtig sein. Ihr wart schon mal auf Maraskan? Oh, ja. Das ist doch so schön. Es war scheiße. Aber es soll so bunt sein. Ja, das ist richtig. Toll. Aber alles auf dieser Insel versucht einen umzubringen. Vor allem, wenn man versucht, Hafax sein Endurium zu klauen. Hier ist das ganz anders. Hier ist es grau, kalt und auch alles in uns umbringen. Ihr habt euch gegen Hafax gewendet? Oh, Bruder, Schwester, das freut mich ja. Bist mir ja gleich sympathischer. Ja. Seht ihr, das ist auch etwas, was uns vereint. Zwei meiner Gefährten auf Maraskan damals, sie sind vielleicht dafür verantwortlich, dass einer der höchsten Paktierer in Boran einen Arm weniger hat. Aber lassen wir das. Okay, dann sind sie mir auch schon sehr sympathisch. Nun, vielleicht sollten wir unsere Aufmerksamkeit vielleicht auf die vor uns liegende Gefahr für das Tiererund richten und nicht in der Vergangenheit schwelgen. Dann uns was Neuem zuwenden. Genau, und das mit den 12 Göttern, das lernt ihr schon noch, da bin ich mir sicher. Ihr seid hier in guter Obhut. Das freut mich aber zu hören, dass ich hier in guter Obhut bin. Wo wir davon sprechen, ich denke, das Wichtigste wäre jetzt erstmal Kräfte zu sammeln für den morgigen Tag und dann würde ich vorschlagen, wir gehen denen hinterher. Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas Persönliches geworden. Zu Hause überfallen uns die Torvaler. Und hier zusammen mit vielleicht der Eishexe, einem ihrer Aspekte, sind sie auch hinter uns her. Sie müssen zurückgedrängt werden. Das Eis war definitiv nicht verdorben, ne? Das war einfach nur Eis. Genau, so ja, den Aspekt wusste ich nicht. Genau, also Geron hatte da keine Aussage über die Merkmalskenntnis, sondern nur über die Intensität. Wenn du im Laufe des Tages noch eine Odem gesprochen hast, dann wirst du erkennen, dass es keine dämonische Komponente war. Also es ging nicht um Agrach. Das Eis hat nichts mit dem brutalen Jäger zu tun. Es ist anderer Natur. Aber muss es hier sein? Man kann sich dem Eis nicht entziehen. Doch. Aber ja, es gut. ist...
Kasim lächelt sehr breit. Das Lächeln kommt aber nicht wirklich bei den Augen an. Ich habe gehört, Maraskan soll ziemlich eisfrei sein. Ja, das ist es. Das ist einfach nur wunderschön. Sind wir schon wieder bei der Käferinsel? Der Punkt ist, dass warum auch immer diese Pferde, Wesen, was auch immer, Eisspuren hinterlassen haben, es hat nichts mit Dämonen zu tun. Immerhin etwas. Erst einmal. Das ist gut. Was das für Viecher waren, ist mir schleierhaft. Vielleicht eine Art von Mischwesen, die man irgendwie erzeugt hat. Ist sowas möglich? Ich brenne auf jeden Fall drauf, es herauszufinden. Mischwesen aus Mensch und was auch immer? Die Schriftenpreis berichten davon. Natürlich ist es möglich. Nein, aus Schildkröte, Pferd und was auch immer. Ist ja unheilige Kreaturen. Geschaffen, ja, sieht das nicht gerne. Geschaffen aus dem Schlimmsten, was die Niederlande zu bieten haben. Die sind schändlich. Man sollte nicht Gott spielen und Kreaturen erschaffen. Es bleibt den Göttern vorbehalten. Wenn das solche Wesen waren, solche Mischwesen, dann heißt das, dass auf jeden Fall irgendwo im Hintergrund ein Magier agieren muss. Ein Zauberer. Ich denke auch, wir haben es hier mit schändlichster Magie zu tun. Ihr müsst wissen, dass von dem Kasim da sprach, dieser Auftrag, den wir hatten, da gab es auch so ein Wesen, das aus den Fluten kam. Ein magisches Wesen, ein Zauberwesen. Vielleicht hängt das damit zusammen. Es hatte diese Torvala geschickt. Möglich. Das Problem ist, dass ich über dieses Wesen nichts rausfinden konnte in Garad. Es kann damit zu tun haben, es muss nicht. Es kann auch etwas anderes sein. Die Wildermark hat mich bisher eins gelehrt, nämlich dass hier überall böse Menschen sind. Und dass der eine nicht zwangsläufig etwas... Menschen. Ich wollte gerade sagen, bin ich etwa ein böser Mensch? Nein. Na, das freut mich zu hören. Nicht, dass ich wüsste. Wo viel Licht ist, ist viel Schatten, ne? Euer Gnaden? Wo Licht ist, ist gar kein Schatten. Denn Praius Licht überstrahlt alles. Ach so, so rum. Richtig. Habt ihr schon mal hinter euch geschaut? Wenn ihr vor dem Licht standet? Ich sagte Praius Licht. Seht ihr Praius Licht? Nein. Sein Licht ist untergegangen. Seht ihr? Deduziert. Werdet es mir merken, euer Gnaden. So könnt ihr euch zur Ruhe legen, nachdem ihr einige Diskussionen über die Götter hattet, über Ruhr und Gor, über Praios, Traviga und all diejenigen, die euch wichtig sind, Zar, Boron. Ihr schlaft nur schlecht in dieser Unterbringung. Die Taverne wäre euch wesentlich lieber gewesen, nur mit dem schlechten Stroh und der Kälte vom Regen. Eine Regeneration, -3. Ihr erwacht am nächsten Morgen bei den Sonnenstrahlen. Immer noch Endra Rondra, 1031 nach Bosporans Fall. Die anderen Dorfbewohner sind ebenso aufgestanden, stehen schon mit Kopfschmerzen auf der rosigen Straße, blicken auf die Trümmer ihrer Existenz und beratschlagen, dass sie wohl in Richtung der Seuchenstadt Horeth vordringen wollen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir noch hier bleiben, mit den wenigen Verbliebenen. Wir müssen erstmal andere finden, die etwas... Wir können die Stadt nicht aufbauen, wenn wir so wenige sind. Wir brauchen Hilfe vom Baron. Das macht natürlich Sinn, richtig. Zumal ihr hier sehr ungeschützt seid, wenn sie wiederkommen, richtig? Was, sie kommen wieder? Falls sie wiederkommen. Das waren Dämonen. Furchtbare Kreaturen der Niederhölle. Das waren Männer in Dämonenverkleidung. Meister Pio, wir brauchen die Bannstrahler. Und sie werden kommen. Wir werden nach ihnen schicken, wir holen sie.
dann bauen wir diese Stadt hoffentlich wieder auf, wenn diese wilde Hatz vorbei ist. Mit Preissegen möge euer Werk gelingen. Meister Travigor, habt ihr vielleicht noch etwas zu essen oder so etwas für den Weg, dass wir uns... Der Weg ist zwar nur eine halbe Tagesreise, aber alle unsere Vorräte sind verbrannt. Wir haben Hunger. Selbstverständlich. Ich werde geben, was ich habe, aber wie bald könnt ihr aufbrechen? Ich weiß nicht. Sie blicken sich so ein bisschen um und beratschlagen kurz. In einem halben Tag würden wir aufbrechen, sodass wir gern Abend in Horeth sind. Ja, tatsächlich, vielleicht... Freunde, vielleicht sollten wir sie noch begleiten. Was meint ihr? Wohin? Nach Horeth zumindest. Was wollt ihr denn sonst tun? Ihr wollt doch nicht wirklich diesen Dämonen hinterher. Das wäre doch tödlich. Das wäre heldenhaft, richtig? Ich würde ihn auf jeden Fall gerne nachsetzen. Nicht, dass sie ein weiteres Dorf in Brand setzen. Wir werden und sterben. Wieder das war ein Dämon aus der Niederhölle. Spur von Verwüstung finden. Seid ihr wirklich Helden? Wir sind selbstverständlich. Wir sind die Gesandten der Götter. Es ist unsere Aufgabe, euch zu schützen und von diesen widerwärtigen niederländischen Kreaturen zu befreien. Aber bitte seid vorsichtig, Meister Priodur. Natürlich, mein Sohn. Nun, ihr meint also, ihr schafft es nach Horeth? Gebt uns etwas Brot oder was ihr bei euch habt und wir füllen unsere Wasserschläuche und dann brechen wir von hier aus auf. Selbstverständlich. Ihr seid so gütig. Hier nehmt, was ich habe. Mein Mantel, der ist ein bisschen blutgetränkt, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Wir werden dem Baron von euch erzählen. Danke, Meister. Geht mit Preis und Travia. Passt bitte auf euch auf. Und ihr auf euch bei den Göttern. So werden sie sich von der Straße verziehen und noch einige Sachen aus den Trümmern, aus den Ruinen herauskramen, sodass ihr selbst nur im Matsch zurückbleibt. Nun dann, also. Die Spuren von gestern, die wurden nicht vom Regen getroffen. Dafür habe ich gesorgt. Wir könnten sie also noch nutzen. Nun, wir hatten eine schlechte Nacht wegen ihnen, wollen wir ihnen doch eine schlechte Nacht bereiten. Wenn wir sie aus dem Hinterhalt attackieren können und sie gut beisammenstehen, kann ich vielleicht 10 auf einmal ausschalten. Außerdem sind sie noch angeschlagen, richtig? Einige. Sie werden auch ihre Wunden lecken, wahrscheinlich gerade. Wie viele habt ihr gezählt? Es waren einige. Die Götter sind auf unserer Seite. Wir können nicht fehlen. Es überstieg auf jeden Fall meine Fingeranzahl. Ihr habt auf jeden Fall recht. Ruhe und Ruhe sind immer auf unserer Seite. Die Götter waren auch auf dem Mythraelsfeld auf unserer Seite und das hat nichts geholfen. Übermäßiges Vertrauen ist gut für die Seele. Aber wir müssen dennoch selbst schaffen. Reicht es nicht, den Heerführer ausfindig zu machen, weil so eine große Gruppe wird doch einen Anführer haben. Und jenen festzunehmen oder zu strafen, ohne uns durch diese Horden von halben Untoten zu schlagen. Ha. Möglich. Das wäre auf jeden Fall das Klügste. Ich hatte mich ein wenig gelöst. Es war ungefähr ein Halbbanner. Halbbanner schaffen wir nie. In unserer geringen Stärke. Nun, wir müssten der Schlange den Kopf abschlagen. Sonst wird ihr Leib verdorren. Das klingt jetzt nicht so schön. Oder der Schlange in eine Falle stellen. Der Falle... Meint ihr, sie kommt zurück? Eine Engstelle. Oder Schwester, warum sollten sie zurückkommen? Die haben doch alles hier schon abgebrannt. Andere Frage, warum haben sie hier was abgebrannt? Was haben sie davon?
Haben sie die Vorräte mit erbeutet, die das Dorf hat? Oder wollten sie einfach nur es in Brand stecken? Vielleicht hatten sie vor, den Marktplatz und den Bereich beim Marktplatz völlig auszurauben und haben nicht damit gerechnet, dass sie auf bewaffneten Widerstand treffen. Oder sie wollten es als Vorzugsbasis nutzen. Von Dorf zu Dorf, wo eine befestigte Stellung ist, wenn ihr einmal den Hügel hinaufguckt. Der Marktplatz ist geräumig, er ist gut geschützt, einfach zu verteidigen. Und wenn man die Dörfler vertreibt, kann man ohne Probleme hierher kommen, auch unverkleidet, und sich dann dort oben ein wenig niederlassen. Das Dorf abfackeln, sagen, dass es Dämonen waren, und dann als Menschen einziehen. Also ihr meint, sie wollten hier ein Lager errichten. Das wäre eine Möglichkeit. Ich verstehe nicht viel von Militärtaktik, aber ist es ein guter Platz für ein Lager? Ja, also die Straße ist eigentlich recht gut besucht, normalerweise zumindest. Und dennoch ist man hier weit genug weg von größeren Ansiedlungen. Und wenn ihr mal guckt, es gibt nur zwei Brücken über den Fluss und die sind am Haupteingang. Mal eine andere Idee. Warum haben sie sich verkleidet? Wenn sie alle umbringen wollten, dann braucht man sich doch nicht verkleiden. Vielleicht wollten dass diejenigen, die überleben, Kunde von Dämonen von hier wegtragen. Seine das würde auf jeden Dämonen Fall Sinn ergeben. Und halt dann flüchten, dass sie das Dorf für sich haben. Aber was hat dieses Dorf, das kein anderes in der Nähe hat, besser? Vielleicht war es einfach das nächstbeste. Von einem Banner. Ich denke, wir sollten dennoch den Kampf zu ihnen tragen. Dann haben wir den Überraschungsmoment und sie können sich nicht erholen so lang. Glaubt ihr, wir werden sie finden? Nun, ihr habt die Spuren doch gefunden. Vielleicht führen sie zu ihnen. Eine derartige Kavalkade hinterlässt Spuren. Wir könnten ihr folgen. Wie gesagt, der Regen hat sie nicht weggewaschen. Und wenn man dann über die Brücke gelaufen ist, zeigt Kasim auf die vermutlich doch recht zahlreichen Spuren hier die Straße hoch. Und hier hat es tatsächlich gestern wohl definitiv nicht geregnet. Nun, meine Freunde und Gefährten, ich hatte Gerüchte gehört, dass auch auf der anderen Seite Bauern verschwunden sind. Der örtliche Baron Berger von Rabenmund hatte vor einigen Wochen einige Helden in den Roten Wald gesandt, ein näheres Waldstück. Die konnten aber nichts finden. Vermutlich sind sie dort. Vielleicht ist dort ihr Lager. Dann waren die anderen Helden aber nicht sehr geschickt, wenn sie die nicht gefunden haben. Vielleicht sind sie tot? Man weiß es nicht. Naja, uns wird das auf jeden Fall nicht passieren. Auch zum Recht, wenn wir uns gut vorbereiten. Zum Roten Wald geht es dort entlang, wenn mich nicht alles täuscht. Wie weit ist es denn bis zum Roten Wald? Keine Ahnung. Also die Richtung Spuren, mit den Spuren? Die Spuren deuten auf alle Fälle in Richtung des Oxmoors, also auf die sicherlich in Richtung der Berge. Und man müsste jetzt eine ungewisse Anzahl an Stunden in Richtung des Dergels marschieren. Den Dergel selbst kann man nicht überqueren, wenn man keine Boote hat. Der Rote Wald ist auf der anderen Seite. Ihr meint, die können schwimmen oder da mit diesen sechsbeinigen Pferden durch das Moor warten? Nun, sie werden ihre Möglichkeiten gefunden haben, diesen türkischen Sumpf und die Berge zu überqueren. Durch das Moor vielleicht. Oder sie lagern irgendwo davor. Oder sie wurden eigentlich andere Dörfer angegriffen? Das wollte ich jetzt nicht, nein. Haben wir nicht von einem Dorf gehört, wo der Kontakt abgebrochen ist? Ja, Morsch, ein wenig südlich von hier. Vielleicht sollten wir da erstmal gehen und gucken. Vielleicht ist es denen genauso ergangen wie hier.
Der Markt Morsch über den Knüppeldang ist in Richtung Süden. Die Spuren führen nach Osten. Also, sie sind aus dem Osten gekommen und nach dahin wieder verschwunden. Wir sollten den Spuren folgen, um zumindest zu erkunden, wo sie hin sind. Das ist die heißeste Spur, wie man so schön sagt. Noch ein kurzer Einwand meinerseits. Wir haben ja zwei von ihnen erschlagen und ihre Verkleidungen sind zurückgeblieben. Wollen wir jene mitnehmen, wenn wir fixgefällig ihr Lager infiltrieren? Dass zumindest zwei von uns schon mal unauffällig sind. Also ich würde sowas nicht anziehen. Das hat kein Gelb. Könntet Paar schätzt nicht den Look und den Trug. Ich werde diese Kleidung nicht tragen. Ich bin jetzt auch nicht gerade besonders fixgefällig unterwegs, muss ich zugeben. Es bleibt aber wohl niemand anderes übrig, außer Travigor und Geron. Nun, wenn ich zu viel oder im Idealfall kein Metall daran ist, dann würde ich mich anbieten. Aber ich könnte auch mich anbieten, jemanden zu verschleiern. Die Leute sind doch tot. Das wäre doch plötzlich ganz komisch, wenn plötzlich wieder zwei, die tot sind, wieder dort auftauchen. Diese Rüstungen sehen nicht wirklich, lassen Identifikationen zu. Aber sie können doch zählen, sicherlich. Bis über 30? Und sie werden doch nie alle gleichzeitig auf einem Haufen sein. Also es wird immer ein wenig Spielraum sein. Natürlich sollte man nicht in eine Versammlung oder so hineingehen, das wäre äußerst töricht. Aber bei die Straße kreuzen sollte nicht auffallen oder ein Haus betreten. Nun, wie steht es mit euch, Perjin? Man sagt den Maraskaner ein gewisses verschlagenes Wesen nach. Nur im besten Sinne natürlich. Stimmt dies? Perjin, ihr seid so still. Ah, tut mir leid, ich hatte gerade euch nicht zugehört. Was hattet ihr nochmal gesagt? Nun, wollt ihr euch nicht mit uns verkleiden? Der Leumund gibt den Maraskanern ein, nun ja, schlechtes Abbild vielleicht, aber man sagt den Maraskanern ein zwielichtiges Wesen nach. Stimmt dies? Also, was sagt ihr denn da? Als ob ich zwielichtig wäre? Nee. Er meint das nicht böse. Er sagt nur, dass ihr gute Schauspieler seid. Einzige Problem, was ich hier sehe... Also, Schauspielern tue ich doch gar nicht. Ich bin, wie ich bin. Also, und... Nee, wie gesagt... Wir nehmen das Zeug einfach mit. Vielleicht brauchen wir es. Wenn wir es nicht brauchen, können wir es erst noch entsorgen. Wahre Worte. So, sprecht ihr auf in den Sumpf.